Heute geht es um den Nachbau vom Bundeswehr-Kampfrucksack. Ja, da hinten ist er. Wenn dich interessiert, ob das was ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Rucksack, dieser Bundeswehr-Kampfrucksack. Und zwar, das Ganze ist ein Nachbau. Da gibt es einige Firmen, die das machen. Macht der Miltec, macht der Max Fuchs, Normani und wie sie alle heißen mögen. Auch direkte China-Importeure gibt es mittlerweile. Ich gebe dir unten den Link auf die unterschiedlichsten Rucksackhersteller, die das nachbauen. Und der Preis ist natürlich extrem heiß. Das sind, ist ganz, ganz wenig. Und für als Einsteiger-Rucksack ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja, aber er hat natürlich auch ein paar Schwachpunkte und ein paar Dinge, die wir uns anschauen müssen. Und ich würde sagen, wir schauen den Rucksack jetzt nach und nach durch. Da ist er nun und ich habe in diesem Rucksack, damit du dir eine Füllmenge vorstellen kannst, meinen Tropen von der Firma Carinthia reingepackt. Da wird doch sehr viel mehr reingehen, aber einfach damit du ein Gefühl hast. Der Hersteller sagt 65 Liter ungefähr. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Tasmanian Tiger Rucksäcken vergleiche, dann kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich 65 Liter sind. Das ändert jetzt nichts daran, dass sonst die Aufteilung ganz nett ist, aber wie auch immer 65 Liter glaube ich irgendwie nicht. Die Verarbeitung, ich habe jetzt hier den Max Fuchs MFH, ist absolut in Ordnung, besonders für den Preis. Ich meine, schau in die Arme und habe da eh den Link dazugeben, ist tatsächlich nicht sehr viel. Die Verarbeitung in Ordnung. Auch hier, was das gesamte Material betrifft. Aber, und da muss man halt schon dazu sagen, es sind so ein paar Kleinigkeiten, die ganz einfach stören. Fangen wir mal oben an. Oben haben wir ein Fach. Ja, und dieses Fach, da passt jetzt locker meine Hand rein, das ist einiges. Und das zieht sich durch den ganzen Rucksack, dass das hier ja, kein Clip ist, wo ich Klick mache, sondern das ist da so, jetzt einmal aufmachen, irgendwas reinstecken und dann wieder da so durch. Und dann das so, und dann das so, ja, also das durchfädeln, es wird dir jetzt wahrscheinlich beim Nachzuschauen auch schon langweilig, mir auch, und dann so, und dann kann ich das wieder zuziehen und dann ist alles in Ordnung. Und das ist ein Daumen nach unten für mich, also selbst für den Preis, für den Rucksack, die paar Clips hätten sie noch mit einbauen können. Und das ist mir egal, ob das beim Original Bundeswehr-Rucksack auch so ist, das ist eine Frage des Komforts und mittlerweile ist das ja auch anders. Dann da gibt es mit Geldverschluss ein Fach, das ist hier oben angebracht, ist auch ganz lieb gemacht, da gibt es mal dazu nichts Böses. Dann zwei Seitenfächer auf der Seite, ist auch ganz nett, da passt zum Beispiel eine Agenflasche rein auf beiden Seiten, das ist gut gemacht, aber auch wieder mit dem Manko, dass das kein Clip ist, sondern einfach so wieder zum Reinfädeln, das macht mich persönlich extrem narrisch, wie man in Österreich sagt. Dann hier auf der Seite da außen, da gibt es die Möglichkeit mit zwei so Gurten, Gehstöcke oder Gewehr oder was auch immer anzubringen. Ich meine, wir sind ja im zivilen Bereich, das ist jetzt ein Gehstock, aber ja, das ist ganz nett. Hier Schneefangfunktionalität, das heißt, du hast hier oben einen Sack und dann noch einen zweiten Bereich, den du zumachen kannst. Die Schnüre sind dem Preis entsprechend qualitativ überschaubar. Dann kannst du das Deckelfach natürlich auch zumachen und was hier jetzt interessant ist, und das mag ich da ein bisschen näher bringen, so, dieser Clip, der hat hier keinen Steg in der Mitte, sondern das ist einfach nur so ein Zweierteil. Und das hält jetzt auch mal, aber auf Dauer ist zumindest mein Eindruck, dass die nicht so langlebig sind, wie die noch mit dem dritten Steg innen drin. Vielleicht täusche ich mich, aber wahrscheinlich nicht. Ja gut, wie auch immer. Dieser Clip hier, der ist aus dem Grund interessant, weil es hier oben nämlich auch noch die Möglichkeit gibt, etwas anzuzurren, das heißt Unterlagsmatte, diese Rollmatten anzubringen oder den Schlafsack oder was auch immer, das kann man hier oben noch tun, kann man schon feststellen, das geht auch ganz gut. Man kann auch hier bei diesen beiden Clips hier noch etwas dazwischen reingeben, das geht ganz gut, das kann man ganz gut feststellen, das ist nett. Gut, dann hier. Hier in der Mitte, da ist auch noch einmal so eine kleine Schlaufe, da kann man entweder was durchgeben, man Karabiner anhängen, echt super. Kommen wir zum Bodenfach. Auch beim Bodenfach haben wir wieder diese zwei Clips. Dadurch ergibt sich auch hier eine Möglichkeit, um ja, was anzubringen, das ist nett. Und natürlich die Möglichkeit, zum Bodenfach zuzugreifen. Zweifacher Reißverschlusssystem, hier unten ist eine ganz nette Sache. Die Frage immer, kriege ich da einen Defense 4 von der Firma Carinthia rein? Nein, das geht nicht. Das spielt es ganz einfach nicht. Ist einfach so. Ein kleiner Mini-Rucksack, ja. Schlafsack, ja. Aber ich würde da ohnehin andere Sachen reingeben. Aber ja, dieses Bodenfach ist
für die Größe in Ordnung. Da gibt es dann auch noch einmal außen so ein kleines Fach, wo ich mir jetzt eigentlich denke, dass man da wahrscheinlich, naja, lassen wir das. Weil für was anderes, außer für ein Gewehr oder für die Stöcke, die ich da jetzt unten ansetzen will, ist das wahrscheinlich eh nicht brauchbar, weil was soll ich da reingeben? Zumindest habe ich keine Idee dazu, aber sei es drum. Dann hier unten gibt es auch nochmal die Möglichkeit, das ist jetzt hier im Lieferumfang nicht dabei, aber die Möglichkeit gibt es hier noch einmal Schlaufen anzubringen, um unten einen Schlafsack oder die Rollmatte anzubringen. Ja, ist absolut in Ordnung. Dann, wenn wir uns das Tragesystem anschauen, hier haben wir einen Riemen, einmal, zweimal, da sind dann da dazwischen so kleine Öffnungen eingenäht, um da Karabinerhaken reinzugeben. Ja, ist auch in Ordnung. Die Polsterung ist eher, naja, hier im Nierenbereich, da ist eine Polsterung, da ist im Endeffekt überhaupt nichts, aber wie gesagt, für den Preis darf man sich auch nicht die Luxusvariante anschauen, also versprechen und vorstellen. Und jetzt noch was kurz zum Tragesystem, und das ist für mich auch so ein Kritikpunkt. Wie du siehst, ist dieser Riemen hier am Schulterbereich gepolstert und dann geht ja ganz normal dieses Band hier nach vor. Und das ist das erste Mal, wenn man sich das anschaut, sagt man, ja, ist in Ordnung. Das Problem dabei ist, wenn man ein bisschen weiter geht, weil auch, und das kommt dazu, kein Brustgurt ist, ja, ich kann das hier nicht weiter herziehen, das habe ich zumindest sehr gern, ist das für mich unangenehm, denn genau in dem Bereich hier, ja, da scheuert das, da drückt das und macht hier ein bisschen oberhalb der Brustwarzen sozusagen, ja, Scheuerstellen, ja, sagen wir das mal so. Das heißt, wenn du so ein Modell haben willst, weil grundsätzlich ist da nichts dagegen einzuwenden, dann würde man das zum Beispiel von Miltec oder von Normani nehmen, ich gebe dir unten den Link dazu, da gehen nämlich diese Streifen deutlich weiter runter und nicht genau da, in diesem Bereich, wo das herumscheuert. Wenn ich das einfach nur so zum Tragen habe und nur zum Spielen, dann ist das eh wurscht. Nur wenn ich sage, ich möchte ein bisschen weitergehen oder das wirklich als Survival, als Bushcraft-Rucksack einsetzen, dann wird es damit ganz einfach sehr, sehr eng werden. Und das ist auch mein Hauptkritikpunkt. Ich meine, den Bauchgurt, der ist in Ordnung, den kann man auch schön einstellen. Ja, das haben sie gemacht, auch da würde man vielleicht noch die eine oder andere Polsterung wünschen. Jetzt kannst du sagen, ja okay, der Preis ist ja nichts, wie gesagt, unten hast du den Link, da wirst du sehen, den aktuellen Preis, das ist nichts, das stimmt, aber wenn ich mal so China-Ware anschaue, wo man direkt aus China was holt, zum Beispiel, ja, One Tigris als Beispiel, ist nur ein Beispiel, oder DCCN, die kosten auch nicht wirklich viel mehr und bieten aber fantastische Qualität, und da muss ich sagen, dass, ja, hier jetzt das zum Beispiel einfach nicht mit kann. Insgesamt ein nettes System, wenn du den Kampfrucksack der Bundeswehr aus alten Zeiten kennst, dann ist das vielleicht eine Überlegung für dich wert. Ich wollte ganz einfach die Vor- und Nachteile zeigen. Ich sage danke fürs Dabeisein, vielleicht magst du mal Daumen nach oben geben. Danke, 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 einen Kommentar, wie du das siehst. Das wäre sehr, sehr fein. Da ein Abo hier lassen. Ich danke dir ganz herzlich. Da kannst du aber auch weitere anschauen. Unten den Link zu den Rucksäcken und den Herstellern. Danke, dein Rainer Rossmann. Bis bald.